Cleansed by the meteor they named Apophis. We had such plans, all thwarted by one man, Nicholas Rain. With the push of a button, our future was ended. The Arks emerged. The Ecopods came tumbling down, all premature, pouring life back into the barren lands, starting the cycle of life anew, as we had planned to do with our own species. Our plans were thwarted by the naive and arrogant masses. The cleansing of our weakened species was hindered. Our aid selfishly refused. They chose their own pitiful existence over the future of the breed. Such hubris. They thought us defeated. We let them believe us defeated. But we moved underground. We watched their petty squabbles, their meaningless turf wars, their childish attempts at order from chaos, and we grew strong. Our science, our expertise, all aligned, all with one sole purpose: the surgical culling of the weak. Man reborn! We tear down the defenses. We take their compounds. We take the Arks. We raise their settlements and townships to the ground. Tonight marks the beginning of the cleansing. Tonight marks the rebirth of the Authority. What is going on out there? Nothing good. Better gear up and move out. Und damit herzlich willkommen zu Rage. Ich kann hier auswählen zwischen einem Mann und einer Frau. Ich nehme natürlich den Mann. Yeah, grab your gear. Aus offensichtlichen Gründen. Ja, der zweite Teil ist endlich draußen. Es hat eine ganze Weile gedauert. Ich weiß gar nicht mehr, wann der als erste rauskam. 2000? Irgendwas? Der gute Bumerang. Ich habe so viele gute Erinnerungen an den ersten Teil. Allerdings nichts, was die Story angeht. Oh, come on, Lily, that was my kill. You gotta move a little faster, Walker. Lily, the closest thing I ever had to family. We grew up here in Vineland, raised by her drill sergeant of a mother. Me? I'm an orphan. I don't have a mother. But there's plenty more where that came from. I'm telling you, this is the big one. All right. Well, let's go fucking get some. Come on. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie der erste Teil ausgegangen ist. Wollte ich gerade nur sagen. Better you than me. Aber mal gucken. Das ist ein bisschen schnell tatsächlich. Ich stell da Einstellung. Oh, Cheats. Nee. Ich mach das mal auf 30 und das mach ich mal auf 40. Ich bin mir ehrlich gesagt echt nicht sicher dabei. Ich hab's bei so Spielen immer gerne relativ langsam.
Ich weiß nicht, das ist... Das ist schwierig. Aber ich denke, es ist okay erstmal. Ich kann zwischendrin natürlich immer noch umschalten, aber ich bleib jetzt erstmal dabei. Ja. Close call? Not at all. Gonna be hard to keep score. I was never much for counting. Ich hatte es eben schon mal gestartet, allerdings nur da oben in diesem Raum drin. Jersey's been deployed to warn the other settlements. They gotta know. Da oben. Irgendwo oben auf jeden Fall. Nur um zu gucken, ob es läuft. Scheint gut zu laufen. Sieht sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt. Hier, was ist das hier? Filtritzellen. Vom siegten Gegner, um Gesundheit zu regenerieren. Denke daran, dass... Ah, okay. Also einfach Gesundheit im Prinzip. Das ist definitiv gut zu wissen. Das nehme ich mir mal alles hier. Hat ein bisschen was von Doom. Also, Feldrit ist dann meine Gesundheit generell oder beschreibt das nur die Items zum Gesundheit auffüllen? Okay, Moment. Ich muss doch nochmal... Ich lasse es mal auf 30. Ich glaube, das ist schon gut so. Ma... Dann muss er Gesundheit... Okay. Ah. Zwei Stück habe ich. Allerdings habe ich volle Gesundheit, deswegen... Oh. A große Mutant. Not just any Ranger. That's Jersey. Kleiner furioser Mann. Holy shit! It took his whole head off. So much for Ranger Jersey. He's not gonna defib out of that. Ein Kopf für einen Kopf. Eine Sache noch, die ist mit Sicherheit schon aufgefallen, und zwar Audio-Ausgabe ist auf Englisch. Textausgabe ist auf Deutsch, weil ich bei Fernsehen, bei Serien und bei Filmen und sowas, die kann ich mir echt auf Deutsch angucken. Also Spiele kann ich auch auf Deutsch spielen, aber bei Spielen habe ich es tatsächlich lieber mit der originalen Ausgabe. Muss nicht... Achso, muss nicht unbedingt Englisch sein. Bei Sekiro zum Beispiel ist die Originale eben Japanisch. Das macht es ein bisschen authentischer. Das bringt so ein bisschen besser das ganze Spielgefühl rüber. Toll, die Rüstung ist doch kaputt. Jetzt muss ich die anziehen. Shit, Mom's gonna skin you alive, messing with Ranger gear. But it's still got a lot of Jersey in it. But it's our only shot. Oh, yeah! This is even better than I thought! Das gefällt mir. Lily, I need you in the garage. Walker, get your ass to the courtyard. Kann ich auch irgendwie schnell? Ah, Q. Das ist gut. Also Q ist quasi schnelle Waffen. Dingens, das ist das hier. Das war dieses. Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Das hatte... Wenn ich V drücke, passiert irgendwas. Ich probiere mal. Okay, das war Y. A, B, Y und... Was war das eben? T. Overdrive-Infusion? Fähigkeitsinfusion? Also wahrscheinlich Boost einfach. Je nachdem, für was muss ich dann dementsprechend den Shortcut dafür drücken.
Q gedrückt halten für die Haha, Kampfstuhl. Smart, Raketenwerfer, Graf-Pfeilwerfer, Impulskanone. Da hinten ist noch ein Fahrzeug da links. Rechts meine ich. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt. Im ersten Teil gab es eine Armbrust, die man so Explosivpfeile geschossen hat. Das war am Ende so mit meine Favoritwaffe. Oh, hier geht's direkt los. Wingstick, das habe ich eben gerade schon mal einen verschwendet. Der visiert zum Glück die Gegner. Der visiert normalerweise die Gegner an. Habe ich da irgendwas verpasst letztes Mal? Ah. Hey. Hey. Nein. T, ich drücke T. Nein, ich habe gerade T gedrückt. Oh mein Gott, ich verrecke im Tutorial. Das ist schon hart. Vielleicht hätte ich nicht nach vorne rennen dürfen. Okay, also. Ja, das kennen wir schon. Muss ich die irgendwie anvisieren? Ich sag, okay, hier. Das hatte ich ja. Okay, jetzt ist er rot. Wenn ich jetzt werfe. Nee, er geht einfach nicht so weit. Na gut. Na gut. Waren das nicht eben irgendwie 10 Gegner oder so? Da hat er den Kopf abgehackt und ist sogar zurückgekommen. So gefällt mir das. Granate werfen, Granate abkochen, Gadget wechseln. Also abkochen bedeutet quasi... Man zündet die Granate, man macht sie scharf, aber wirft sie noch nicht, damit die, kommt drauf an, das Verhältnis zwischen der Zeit, bis die Granate explodiert und der Entfernung zum Ziel, dass sie nicht rumbounce und irgendwo hinfällt oder dass die Gegner keine Chance haben, mehr die loszulassen, wegzuschmeißen, deswegen zündet man die, lässt die Zeit, die sie braucht zum Explodieren, auch schon ablaufen und wirft sie dann erst, damit sie perfekt explodiert, wenn sie denn auch aufkommt. C. Fokus. Okay. Okay, das ist ein Guter, das ist ein Böser. Das war eine Granate gerade. Die mir aufgefallen ist. War auf jeden Fall nicht der Plan. Was ist das hier? Was ist das? Was gibt's hier? Bei Rage war es immer so, dass man natürlich alles ganz genau durchsuchen musste. Verdammt. Damit man ja nichts übersieht. Wie Waffen. Walker, what's keeping you? Get over here! Hold on, Walker's inbound. Ah. Oh, na, wie geht's? Was stand da gerade? Phoebe. Heißt sie Phoebe Signal oder heißt sie Phoebe, aber das Signal von der? So geht's auch. Sturmgewehr, Muni. Nimm alles mit, was wir gebrauchen können. Nein. Okay, sehr interessant. Allerdings, ich werde diese ganzen Sachen nicht vorlesen, wie es sonst so auch ist. Und zwar mache ich es immer so, ich lasse es offen für eine Sekunde oder so. Man kann eine Pause machen, das lesen und dann direkt weitermachen, weil... also bei mir ist es zumindest so, irgendwas Großes war da hinten. Es schmeißt mich immer so ein bisschen aus dem Fluss raus. Was zur Hölle?
bisschen schneller. Und die zerplatzen ja richtig. Die ist doch gerade explodiert, oder? Ja, ich wollte schon sagen. Was bist du denn? Ah. Kann ich auch einfach hier mit der Pistole... Schon mal jemand im Nahkampf. Hey, 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 hey. Das ist nicht nett. Aber ich, das muss ich sagen, finde ich super, dass der die Leitern so schnell hochgeht. In so vielen Spielen ist es so, dass er immer ewig braucht, um die Leitern zu klettern. Ewig. Huch. Dear old Aunt Prowley, decorated war hero, ranger, and role model. Especially for Lily. She took me in when my parents died. The meanest mom this orphan wildcard never asked for. Reporting for duty! Come here! That's Jersey's armor. Jersey, they killed him. You're brave enough to put on his armor? You're brave enough to do his job? Never seen anything so big. Makes an easy target. Can't be. He should be dead. General Cross. Hat er die gerade mit dem Gewehr enthauptet? Ja, komm, das war jetzt ein bisschen unnötig. General Cross, the evil leader of the evil authority. Our own boogeyman. A bedtime story for naughty kids like me. I don't know if Prowley has lost it or if it's really true. You know this, though. If it is, I'm not gonna stand for it. Son of a... Stand down! That's a direct order! Huh? What's up? Hold on! Ah, das ist schon eher mein Kaliber. For experimentation, but for you, I'll make an exception. For old times, Erwina. After all, your uselessness is what once spared my life. Let's see if we can jumpstart this. Clear. Wait, wait the fuck! Fuck's sake! Oh, I was conscious. Yeah, you were. But your shiny new armor needed a jolt. So this is it then. This is all that's left? Just over 20 survivors.
We're still digging out the ruins. I saw Prowley. It was General Cross. He killed her. He killed my mother. I don't know how, but we gotta stop them. And I'll personally wring the neck of that goddamn wrinkled bastard. I never really believed the stories. That the authority would return. Wait a minute. They kept their files, the logs. They kept them in the Presidio. The Ranger CP? You nuts? Only Rangers can go in there. Look at me, Lily. I'm the only Ranger left. Holy shit. You really are. Haha. Okay, eben hat da anscheinend ein Audio-File gefehlt. You sure you're okay here? Yeah, yeah. Kann man hier... Okay. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Ich dachte, vielleicht kann man NPCs irgendwie... Ja, so ein bisschen kitzeln mit der Knarre, aber... Sieht nicht so aus. Gucken wir mal, was hier... Was ist das? Also ich weiß, zum Beispiel der erste Teil, Rage, war immer sehr abgedreht. Sehr schnell, sehr extrem. Es war immer voll ins Extreme. Es musste schnell sein, es musste laut sein, es musste... Fetzereien, Schießereien geben, Körperteile mussten rumfliegen. Das ist. Ist so ein bisschen wie die. Verrückte Version von Doom. Aber mit mehr. Mit mehr. Wie soll ich sagen? Es ist anders, aber. Es ist ähnlich, aber auch anders. Wallrat Unit, Corporal Walker. I'm here to find information about. About Ranger Unit Sergeant Erwina Prowley. Processing. Security protocol override. Da ist es doch. If you're seeing this message, it means we've been hit harder than ever before. Unlikely dead, and Vineland is laid to ruin. It also means that you're the only living Ranger, and that the authority is back, and they must be stopped. All these years, I kept you away from the ranks of the Rangers, as I hoped you would be spared in an attack like this. Likely targeting Rangers and Elders. You're my hidden weapon. Sorry I kept you in the dark. You now have full access to Vineland's primary arc, and the technology inside. The old icebox. Imagine spending hundreds of years in this thing. It was me, your parents, all the originals. Froze up like popsicles. From here we emerged and kicked the authority's ass. Inside the Ark is an ID accession distributor, which is my greatest gift to you. A device which augments the nanotracts in your blood and gives you, well, superhuman powers. There's no other way to put it. Enter the Ark and activate it. Also, see what kind of surprise you have for me here, Ghost Prowley. Zu Superkräften sage ich natürlich nicht nein. Solange es nicht so extrem wird wie bei, was war das? Saints Row, der vierte Teil? Also das war ja schon wirklich... Nee, aber... Archen, das Gedanke sind Archenwaffen und... Aha. Archen nutzt den Fokus. Ah, okay. Please approach for security scanning. Security scanning complete. Welcome to Ark 401A. Danke sehr.